Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Evo Search for Gaia mit Tiny. Let's Play mit Tiny. Au. Ja, wir sind immer noch dieser komische vogelköpfige Dino. Und weiß gar nicht mehr, was wir als nächstes entwickeln wollten. Wir gucken einfach mal, dass wir jetzt weiterrennen. Lecker. Die bringen wenigstens gute Erfahrungspunkte, diese Kollegen hier. Wir gehen mal weiter ins nächste Level und schauen uns ein wenig um. Bist du jetzt groß? Ja, ich bin groß. Du nicht? Wir gucken mal, was da noch ist. Gucken uns das mal an, was da ist. Domain of Prime Bliblablups. Prime Frog A. You do not like slime. What an insolent Syrocosaurus child. Stop it. I don't like it. Ha, reptiles are coming. Run. Help me. Das ist das Baby von dem, Dreihorn. Ja. Ich habe so die Vermutung, jetzt müssen wir wieder gegen so einen Froschkönig oder sowas kämpfen. Mal gucken, ob wir hier... Oh, warte, wir speichern lieber nochmal. Ja, okay, jetzt haben wir gespeichert. Ribbit. It is you who scared my children. Well, you must not know. We are the Prime Frog family. Even reptiles fear us. I will teach you a lesson. Attack my children. Attack! Es ist ultra nervig. Ja. Keine Chance gegen den Zoo. Okay. Oh, ich will die ganze Zeit beißen, aber mein Panzer scheint wohl einfach nicht stark genug zu sein. Wer von denen? Gleich schon wieder tot. Wieso beißen wir überhaupt? Oh, das ist ultra nervig. Beißen sonst wohin, überall. Ich beiß ihn überall hin. Nur. Verklicke ich mich auch noch. Ich muss ihn bald haben. Oh, Mist.
Beißen! Ah, oh, ich wollte nicht hüpfen! Ach, auch wenn solche Mini-Frösche aber überhaupt nur irgendwas schaden könnten, ey. Die würden uns überhaupt nicht treffen, die Kack-Mini-Frösche. Wir sind so ein riesen Monster-Vieh. Ja, auf seinem Rücken, ich weiß. Und gleich sind wir wieder tot wegen dem Babyfröschen. Ach, ich könnte schon wieder. Es ist einfach scheiße schwer. Ich krieg die ganze Zeit beißen. Oh, verdammt! Ich muss gegen ihn kämpfen. Den kleinen Freitag, ja. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Oh, endlich. Kann denn der noch leben? Nein, wieso duckst du dich runter, du Blödvieh? Na okay, also wir haben es geschafft, den blöden Riesenfrosch zu besiegen. Ein Glück. Ein Glück. Aber sowas von. Jetzt gehen wir erstmal hoch und gucken, ob der Ding sein Baby wieder hat. Immerhin auf dem The Crypto helped me when I was in trouble. I forgot to thank him for his help. Ach nein, das klingt noch. I forgot to thank him for his help. Well, if you meet the reptile, tell him about the legend. One day a dinosaur climbed to the top of Mount Brave. At the top, he was given the chance to become a new creature. If he took the chance, he would give up most of his capabilities. Warte doch mal, ich muss vorlesen. Moment, warte. Warte, warte. Ja, ich weiß, warte. He decided after much hesitation to make the change. He was admitted by all for the courage he had shown by changing into a new body. His body had capabilities which no other creature had. He changed his name to Ptenodon. Aha. And left for a new world. Would you like to hear it again? Nö. Ich wusste es noch. So, ja, das erfährt man nur, wenn man den rettet. Sonst weiß man nicht, dass man, wenn man auf diesen Berg klettert, da sich besonders toll verwandeln kann. Und in was wir uns verwandeln können, ja, das werde ich jetzt noch nicht verraten. Aber gut, die Folge ist auch schon wieder um und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Evo Search for Gaia. Tschüss! Tschüss!